Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Cassillia. Wir sind immer noch hier in Port Gandala. Wieso kann ich mir eigentlich die Namen dieser Orte nicht merken? Und ja, wir müssen immer noch die anderen finden. Aber wie es aussieht, gibt es hier diese komischen Halsbänder oder was auch immer. Oder Fesseln. Nee, Halsbänder, genau. Aber ich denke mal, es sind so Art Halsbänder, oder? Und ja, wir navigieren uns noch ein bisschen hier durch, sammeln alles Mögliche ein und was weiß ich. So, und ich habe es mir auch schon gedacht, ich muss das Ding hier bewegen, damit ich das hier schieben kann. Oh, und da komme ich auch hier hin, fällt mir gerade auf. So, dann muss ich dann einmal hier so machen. Kennt man ja auch aus der Tales of Serie. Huh. Okay, was haben wir hier? Gute Stiefel. Stiefel gebe ich normalerweise Jude wegen Bewegung. Ja. Das sind aber auch Werte, die man dazu bekommt, ne? So, dann jetzt. Nein. Der alte Mann muss das natürlich machen. Wir haben zwar hier einen Riesen und einen Medizinstudenten, Professor Doktor. Aber nein, der alte Mann darf das natürlich machen. Und da haben wir auch noch einen Weg. Oh Gott sei Dank. Ich hab schon, ich komme ja nicht mehr zurück. Aber ich habe da immer noch nicht eine Tür hier erkundet. Oh, mein Rücken. Oh mein Gott, was ist denn das hier für ein Labyrinth? Was verlangt ihr hier von mir? Ich habe so das Gefühl, hier könnte man Fehler bauen. Oh, hallo. Oh nee. Ah, okay. Ah, ich Idiot. So. Das Ding muss hier rausgeschoben werden. So, dann wird das von den anderen Dingen geschoben. Wenn ich das hier schieben kann. Dachte er ist ja, dann kann man ja nicht was so. Wie soll ich denn das jetzt müssen auch gehen oder ja, okay, ich dachte erst, man kann nur an einen Ort dann gehen. Was haben wir hier? Sprintpanzer, wie viele Sachen bekommen wir denn hier? Sprintpanzer. Hey, fällt mir gerade ein. Ich habe doch hier so ein Dingens. Mächte-Emblem. Was zum? Das bringt ja weniger. Und da sehe ich eine Truhe. Geil. Ich hoffe, ich komme irgendwann auch hier zurück zu dieser einen Tür, wo wir noch nicht durchgekommen sind. Möchte ich mal gucken. Ach, kann ich gar nicht, oder? Schätze mal einfach, da war nichts. Aber nichts. Bah. Insider. Okay. Und was haben wir hier? Die schiebe ich mal hier hin, damit ich wieder rauskomme. Oh, der arme alte Mann. Da werden jetzt ja noch mehr Ausrüstungs. Oh, geil, Gold. Galt. Weiß Gold, ich kenne nur Gold. So, ist hier in der Decke noch was? Nein, ist hier noch irgendwie so eine rote Truhe versteckt. Dann ärgere ich mich zu Tode. Okay. 15.000 Gold schon. Was, die Tür aufgesperrt? Natürlich habe ich das. Ach, hallo. Hä? Hier ist der Aufzug, ne? Okay. Dann, wo bin ich jetzt gerade durchgegangen? Hier, ne? Ah, okay. Dann. Stimmt.
oder? Will ich jetzt wieder im Kreis laufen? Ne, ich bin da durchgegangen. Ist die Tür aufgesperrt. Was denn da? Okay, warte mal, weil da gab es doch noch mal zwei Wege, oder? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wo bin ich denn jetzt hingegangen? Ja. Ich bin hier hingegangen, ne? Ja, dann gehe ich mal nach unten. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Mit Labyrinthen, da kann man mich echt fertig machen. Aber ich werde schon den Ausgang finden. Kein Ding. Muss ja. Muss. Ja, hier bin ich runtergegangen, genau. Das erinnere ich mich, ich bin noch da runtergesprungen, da weiß ich noch. Glaube ich. So, ich hoffe, hier ist jetzt keine Sackgasse. Ah, das sieht gut aus. Warum haben Alvin und Jude die gleiche Kampfstellung? Du siehst stark aus. Wie er hier so Minen einfach nehmen. Komm schon. Verdammt. Und ich. Aua. Verdammt. Mein Gott. Mein Gott. Zack. Nehmen die irgendwie weniger Schaden, wenn sie am Boden sind? Deswegen gibt es deine Fertigkeit von gut. Beinschnitt. Zack. Und einmal kurz heilen. Zwei Kämpfe, okay. Ich habe jetzt eigentlich schon wieder genug Geld. That soldier had a key on him. I believe it will grant us access to the control room. Was für ein geiler Zufall. I thought you said hunting for keys was a waste of time. Life is full of surprises, mercenary. Lessons from a butler. Just what I needed. Ist doch selber ein Butler. Im Moment. Mit mir am Steuer könntest du alles sein, Elvin. Nur nicht vertrauenswürdig. Da ist ja nichts mehr. Nö. Du hast die Tür aufgesperrt. Ich habe sie aufgeschlossen, nicht aufgesperrt. Aufgesperrt, das klingt so brutal. Okay. Hey! Machst du schon immer hier? Des Lebens. Mann, ich muss sie mal wegwerfen, weil ich sowieso nicht hier zurücklatsche, um die wieder zu holen. So, ich komme hier jetzt rum. Da ist nichts. Hier war ich auch schon, ne? Okay, dann denke ich mal. Nein, hier wollte ich nicht hin. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. Hier ist der Aufzug. Jetzt das Erdgeschoss. Im Erdgeschoss sind sie ja, ne? Ne? Ist doch vollkommen egal, ob ich von da oder von da hingehe. Mann. Ich gehe von da. Oh, falscher Raum. Boah. Walking a long road burdened with heavy baggage is a fine analogy for life itself. Okay. Na, jetzt muss ich die Touren hier alle abgehen. Okay. Seid ihr hier? Nö. Dann müsst ihr hier sein. Nö. Was zum? Hä? Oh. Me not understand. Na gut. Dann hier.
große Tür. Nö. Boah, darf ich jetzt wieder alle Räume abklappern? Ich weiß doch jetzt schon nicht mehr, wo was war. Nein. Ah. Und da ist Mila. Ich glaube, sie war irgendwie nie in Gefahr, oder? So is this girl really supposed to be the Lord of Spirits? Oh, please, don't make me laugh. Are you all right, Mila? Keine Sorge, der Butler Squad ist hier. Meine Typ klingt sie da echt böse aus. That's why you invaded Sherrilton? How can you keep committing these atrocities? Silence, boy. These matters are not meant for children such as you. How dare you? Wo ist Elise? You didn't really think you could stop me, did you? Okay, warum macht Rowan immer so epische Sachen? Ilbert, is that you? Rowan Ilbert? Wait, what? The Ilbert from the history books? Ilbert the conductor? I knew he was more than just an old butler. What business could one who cast aside both his army and his kingdom have here? Hey, that's Elise. Lady Dursel, I'm so pleased to find you safe. I was beside myself with worry. Huh. You have fallen far, Ilbert. But your new role as a servant suits you. Your Highness, this way. You need not trouble yourselves with these criminals any longer. Lassen wir sie einfach so gehen. Hey! Damn it! Get out of our way! So. Komm euch fertig. Nein, wo ist Elise? Wir werden wohl nie erfahren, was auf Milas Seite passiert. Boah, was? Ich hab da schon wieder Dinge vor. Geht aus dem Weg! Mann! Zack. Die haben wir fertig gemacht. Und Mila ist verschwunden, nehme ich an. Super. Los, schlag die Tür mit den Fäusten auf, Jude. Come on, Tipo! Wake up! Not talking, huh? This battery's kaputt. Wo habe ich mir schon gedacht, seine Augen waren irgendwie komisch. We need to get this door open. Mila needs us. Everyone listen up. Ehrlich? We are out of options. I must obliterate the art runes that control the facility. Doing so will open the doors and deactivate the hex shackles. But this fortress is huge. Its control inscription must be incredibly complex. Can you really destroy it? Not on my own. I'll open a channeling circle. Everyone, pour your mana into it. Ready yourselves. Ich halte meine halt übrigens auch hin. Whatever we do, we need to do it quick. Mila's in trouble. Wake up, Tipo. We need you. Aber was jetzt passiert, das sehen wir erst im nächsten Part. Tschüss.